Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Diembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema meditatives Training. Da meditatives Training, was mit Ruhe zu tun hat, werde ich natürlich jetzt auch ein bisschen langsamer sprechen, weil es den einen oder anderen gibt. Für den rede ich zu schnell. Meditatives Training. Man kann natürlich ins Training gehen aus verschiedenen Aspekten. Viel sehe ich, die gehen aus dem Aspekt ins Fitnessstudio, wie bringe ich meine Freizeit um? Wie schaffe ich es, nicht oft zu Hause sein? Damit kann man auch ins Fitnessstudio gehen, auch ein Büchlein lesen, Musik hören, die ganze Zeit am Handy rumtippen. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, jeder hat da so sein Weg, den er geht. Aber die Frage ist, sollte man im Fitnessstudio Zeit hochschlagen? Meines Erachtens nicht, aber es gibt natürlich auch Menschen, die möchten, das ist alles legitim, ihr dürft gerne weitermachen. Für mich ist es oft nicht der Fall, ich möchte keine Zeit durchschlagen, wie viele anderen auch, die sind einfach so Menschen, die wollen hier was erreichen, das ist ja auch schön so, für die bin ich zuständig. Nun habe ich jetzt einen Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, über was ich reden soll. Ich habe so viel im Kopf, ich habe so viele Themen, die ich euch noch erzählen möchte, dass ich völlig durcheinander bin, etwas zerstreut, deswegen gucke ich jetzt auf meinen Spickzettel. Ich habe einen Spickzettel, da steht es doch, Notizen. Ich habe es der Siri erklärt, die Siri hat es aufgeschrieben und sie hat es sogar richtig aufgeschrieben. Meditatives Training, um Stress abzubauen. Jetzt bin ich wieder auf dem Punkt und jetzt geht es weiter, jetzt rattert es wieder in der Oberstufe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum ich ins Studio gehe. Und viele Menschen haben beruflich sehr viel Stress. Das ist normal, weil wir heute natürlich das in 5 Stunden machen müssen, was vor 30 Jahren vielleicht ein anderer in 10 Stunden machen müssen hat. Wir haben heute natürlich einen riesen Einfluss von außen über alle Medien, über Handy, über WhatsApp, über Facebook, über Nachrichten, über SMS, über Telefon, über zigtausend Möglichkeiten, die auf uns einströmen. Selbst beim Auto schon kriegen wir SMS, die wir gleich beim Autofahren beantworten können. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben noch relativ wenig Ruhephasen, relativ wenig Standby-Phasen. Standby heißt runterfahren, so wie der PC mal runterfahren, sich mal ausholt und schläft und dann wieder aufwacht, wenn wir ihn aufwecken, ist auch ganz gut, wenn der Mensch auch Standby-Phasen hat. Und Standby-Phasen heißt, wir schlafen ja nachts schon mal, ich hoffe, dass ihr alle 7 bis 8 Stunden schlaft oder zumindest mal nicht weniger bis 6 Stunden. Da können wir uns schon ausruhen, aber tagsüber ist auch nochmal schön, wenn wir hier und da mal eine Rettungsinsel haben. Eine Rettungsinsel. Uns mal hier medienfrei bewegen können und mal nicht von außen über alle Kanäle beschossen werden. Dass wir einfach mal Ruhe haben. Und da empfehle ich euch Folgendes. Das sogenannte meditative Training. Das meditative Training habe ich nicht erfunden, sondern ein befreundeter Arzt, den ich gut kenne und der selbst Hochleistungssportler ist, der hat mir mal gesagt, pass mal auf, versuch doch einfach mal im Training zu entspannen. Das ist schon ein paar Jahre her, ich denke schon 12 Jahre. Das war der Dr. Jürgen Fettig. Dr. Jürgen Fettig, hier in Karlsruhe tätig als Orthopäde, als hervorragender Orthopäde. Als Orthopäde nicht sagt, oh, du hast Aua, da brauchst du eine Spritze. Oh, du hast Aua, du musst jetzt zu Hause bleiben, nichts mehr machen. Nee. Also, mal wieder ein anderes Thema, auf jeden Fall ein perfekter Arzt. Und der sagt zu mir, mach doch mal meditatives Training. Na, habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und in der Tat, das ist wirklich genial. Ihr geht ins Fitnessstudio und versucht mal im Fitnessstudio all eure Laster, was ihr habt, das heißt Handy weg, alle Medienquellen weg, und alles, was im Kopf ist, was nicht ins Training gehört, versucht ihr mal auszuschalten. Indem ihr oder meditativ trainiert. Indem ihr einmal euer Gehirn nur darauf triggert, dass es nur auf die Bewegung achtet, dass es den Muskel verfolgt, den Belastungsweg des Muskels, damit er den Atem verfolgt. Ihr versucht mal, jede Wiederholung so konzentriert wie möglich zu machen. An nichts anderes zu denken, wie nur an die Bewegung, an die Luft, wie sich der Körper anfühlt, wo ist mein Zielmuskel, wo ist meine Brust. Wann treffe ich meine Brust? Welcher Muskel arbeitet noch alles mit, wenn ihr euch sensibilisiert? Wenn ihr alles außenrum ausblendet, das geht, das könnt ihr, glaubt's mir. Das geht, alles ausblenden.
dann meditativ trainieren, dann hat ihr zwei Aspekte. Ihr werdet das erste Mal euren Körper spüren, wie ihr ihn noch nie gespürt habt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ihr werdet nach einer Stunde, wenn nach 45 Minuten seid ihr mit dem Training so fix und fertig, weil der Körper fertig ist, weil das so tiefenentspannend ist und ihr wart so intensiv im Training, der so ausgepowert sind, ihr habt danach diese sogenannten Glückshormone in einer Anhäufung, wie ihr sie noch nie gehabt habt. Ihr habt einen Trainingsgenuss, den habt ihr noch nie gehabt. Und genau deswegen empfehle ich euch immer mal wieder hier und da, vor allem dann, wenn ihr extrem viel Stress habt und den Stress nicht abbauen könnt, dann macht meditatives Krafttraining. Es ist nachgewiesen, gegen Stress hilft keine heiße Badewanne. Die führt zwar dazu, dass der Muskeltonus runtergeht durch die Wärme, aber sie hilft nicht. Sondern was hilft, ist Stressabbau, meditatives Training, intensives Krafttraining. Das baut Stress ab. Genauso gut wie Laufen. Beim Laufen entstehen auch Glückshormone ab einer gewissen Intensität, weil man ja auch den Tunnelblick kriegt beim Laufen. Kennt ihr vielleicht auch, ihr guckt auf den Boden, man sieht ja nur noch den Weg für euch, die Füße, wie sie ins Sichtfeld einpendeln und ihr lauft, ihr lauft, ihr lauft. Dann seid ihr in einem sogenannten meditativen Laufen, das man auch nicht übertreiben sollte. Und auch das kann dazu führen, Suchtgefahr, zu viel des Guten. Das war's, Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mal zum Thema deine Fitness, dein meditatives Training, meine Aufgabe.